Ja, machen wir also Fortsetzung hier in 2. Könige 18. Wir haben die ersten Verse ja schon gelesen von Vers, wo haben wir denn da angefangen? Von Vers 17 haben wir gestartet bis Vers 23. Und der letzte Vers hieß: Wohlan, ruft der Rabschake nach Jerusalem rein, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben, ob du könntest Reiter dazu stellen. Ja, da wollen wir doch mal sehen, sagt er. Komm, lass uns wetten. Ja, wir wollen uns ein bisschen reiben aneinander. Ja, der provoziert die, ja, der versucht die aus ihrer Deckung zu holen. Und dann demütigt er sie. Ja, er sagt: Wie willst du denn bleiben vor der geringsten Hauptleute, einem von meines Herrn Untertanen? Sagt er, der Schwächste und der Kleinste in meinem Heer, das ist stärker wie du, Hiskia. Er demütigt ihn, ja. Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Reiter willen? Sagt er, du hast nichts, du bist allein, du bist isoliert. Ich bin hier der Herr im Ring. Schau mich an, ja, wie ich hier stehe. Und wir haben genügend Rosse, genügend Reiter. Wir können Jerusalem mit einem Fingerschnipp erobern. Ja, gebt auf. Und dann gibt es den Vers 25 und der spricht eigentlich fast schon für sich. Ja, da sagt er: Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat mich geheißen, ziehe hinauf in dies Land und verderbe es. Das ist der Gipfel der Frechheit, ja? Der Rabschake verstellt sich zum Gesandten Gottes. Der sagt dem Volk: Gott ist nicht mehr bei euch. Ich bin von Gott geschickt. Ich bin von Gott geschickt, um euch zu bestrafen für eure Gottlosigkeit, weil ihr nämlich die Tempel abgebrochen habt. Der Herr hat mich geschickt und hat zu mir den Auftrag gegeben, ich soll diese Städte hier verderben. Das ist natürlich schon eine heftige Aussage. Ja. Er verstellt sich als Gesandter Gottes. Paulus nennt das mal in 2. Korinther 11. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, wenn die Diener des Teufels sich als Engel des Lichts verstellen. Ja. Und da gehört manchmal Geistesunterscheidung zu. Zu unterscheiden, wer ist tatsächlich vom Herrn geschickt und wer nicht. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Da gehört auch einiges an Übung zu. Übung heißt, dass man das mehrfach wiederholt hat. Übung heißt, dass man bei der Wiederholung auch immer wieder mal gescheitert ist, mal ein falsches Urteil gefällt hat, dass man vielleicht eine Person oder eine Situation über Jahre hinweg beurteilen konnte und die dann irgendwann oder beobachten konnte und die irgendwann nach einer gewissen Zeit dann auch offenbart wird, was wirklich unter der Oberfläche stattgefunden hat und man die dann auch beurteilen kann. Und diese Lebenserfahrung, diese Glaubenserfahrung, die führt zu einer Geistesunterscheidung. Ja? Prüfet die Geister, ja, und glaubt nicht alles, sagt Paulus im Neuen Testament. Und so ist es auch hier, wenn der Rabschake sich verstellt als jemand, den Gott selber schickt, dann sollen sie ihm keinen Glauben schenken. Aber das war natürlich unendlich schwierig. Ja? Die waren übernächtigt. Die waren müde, die waren hungrig, die waren eingekesselt, die waren ängstlich. Hinter ihnen die Frauen, die Kinder, die schreien, vor ihnen nichts anderes als Untergang und Folter und Kriegsgefangenschaft. Ja. Und dann auf den Hiskia trotzdem zu hören, in so einer beengten, notvollen Situation, das ist schon heftig. Ja. In der Spannung waren die damals. Und ich glaube, das ist ein Bild, eine Begebenheit, die dem Volk Gottes Licht geben soll für ihre Situation, je nachdem, wo die Christen auch drin stehen, über die Jahrhunderte hinweg. Ja? Das, was uns getroffen hat, ist nichts zu dem, was die Christen im Osten erlebt haben, in Russland, in China und in anderen, vielleicht auch islamischen Ländern, ja, und durch die Jahrhunderte hindurch. Und dann steht Vers 26, da sprach Eliakim, der Sohn Hilkias und Sebna und Joach zum Erzschenken: Rede mit deinen Knechten auf Syrisch oder auf Aramäisch, denn wir verstehen's. Und rede nicht mit uns auf Jüdisch vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer ist. Ja, die hatten natürlich Angst, der Eliakim hatte Angst, dass die Leute auf der Mauer das alles verstehen, ja. Und dass der Rabschake, wenn er denen da die Schrecken der Belagerung vor Augen führt und ihnen sagt, Gott ist nicht mehr bei euch und der Herr hat mich gesandt, dass die Leute tatsächlich ins Zweifeln kommen und dass sie dem Rabschaken Glauben schenken in dem, was er sagt. Ja? Und das sieht man heute in der Zeit ja auch. Ja? Wem soll man denn jetzt glauben? Glaubt man der einen Seite, glaubt man der anderen Seite?
Glaubt man den Fachleuten oder glaubt man den Spezialisten? Ja? Glaubt man den Laien oder denen, die sich eingearbeitet haben? Glaubt man seinen Augen oder glaubt man dem, was man hört? Ja? Und das ist so eine Situation, in der wir heute auch sind. Und der Eliakim, der sorgt sich natürlich und sagt zu dem Erzschenken, red mit uns auf Syrisch oder auf Aramäisch, denn wir verstehen es, und rede nicht mit uns auf Jüdisch vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer ist. Und dann wird's heftig. In dem Moment, wo der Rabschage merkt, dass da eine Reaktion ist, setzt der sofort nach. Der springt da sofort drauf, ja? Aber der Erzschenke sprach zu ihnen: Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede? Und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen? Dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen? Das ist jetzt natürlich Lutherdeutsch, ja, aber ich glaube, das trifft die Sache recht gut und auch den Sinn recht gut. Das ist ein frecher Mensch. Das ist ein frecher, aggressiver, bösartiger Mann, der dort nach Jerusalem reinruft. Und der ist ein Bild auf den Widersacher, der das in unser Leben auch hineinruft. Ja, der sagt, wenn du gläubig wirst, wenn du Christ wirst, hast du keine Hoffnung mehr in der Welt, hast du keine Freunde mehr, bist du allein, bist du isoliert, wirst du deine Familie verlieren, Angehörige verlieren, Freunde verlieren. Ja? Das ist das, was der hier formuliert, und ja noch viel drastischer. Ja? Er sagt, ihr werdet verhungern, ihr werdet eure eigenen Exkremente fressen. Ich bin nicht zu dir gesandt, ich rede nicht zu Hiskia. Der war klug. Ich rede nicht zu dir, sondern ich rede zu den Leuten auf der Mauer. Ich will die Leute haben. Ich will das Ohr der Leute haben. Deswegen rede ich auf Jüdisch. Ja? Der kann die fromme Sprache. Ja? Das ist die Frage der Geistesunterscheidung auch. Der kann Jüdisch, Hebräisch. Ja? Das ist nicht seine Muttersprache. Ja? Seine Muttersprache ist Aramäisch oder Syrisch. Aber der kann die fromme Sprache. Der verstellt sich. Ja? Also stand der Erzschenke auf und redete mit lauter Stimme auf Jüdisch und sprach: Höret das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König: Lasst euch Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten von meiner Hand. Vorher hat er gesessen, jetzt steht er auf. Vielleicht saß er unter seinem Baldachin. Aber wie er merkt, da ist eine Reaktion. Da explodiert er. Ja? Der springt raus und ruft denen auf der Mauer zu und sagt: Lasst euch Hiskia nicht betrügen. Ich bin hier, und das Wort des großen Königs von Assyrien, er geht an euch. Lasst euch Hiskia nicht betrügen. Er vermag euch nicht zu erretten von meiner Hand. Er kann es nicht. Ja? Er ist zu schwach, er ist zu klein. Ja? Kann Jesus uns retten? Welche Meinung hat der Satan dazu? Der sagt: Nein, Jesus kann euch nicht retten. Das genügt nicht, was auf Golgatha passiert ist. Ja, das ist lange vorbei, das gilt überhaupt nicht mehr. Ihr müsst ins Gesetz, ihr müsst euch selber helfen oder geht wieder in die Welt. Ja. Das sagt der Feind zu uns. Und das macht der Rabschake hier auch. Der Rabschake, der steht auf und redet mit laut. Das müsste man theatralisch vortragen. Ja. Da traue ich mich ja kaum zu machen. Ja. Aber der ruft mit lauter Stimme auf Jüdisch in die Stadt hinein, kann die fromme Sprache, und voller Aggression wendet er sich dann gegen die Leute auf der Mauer und ruft zum Aufruhr gegen Hiskia auf, bezichtigt Hiskia der Lüge vor dem ganzen Volk. Ja. Also da läuft es einem kalt den Rücken runter. Ja. Gerade in der Situation, in der sie waren. Er sagt, Hiskia betrügt, Hiskia ist ein Betrüger, der betrügt euch. Lasst euch Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, dass er sagt, der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Das hat Hiskia tatsächlich gesagt. Wie genau hat der Rabschake die Juden und Hiskia studiert? Wie genau hat er sich in die hineinversetzen können, ja? In ihre Situation, in ihre Motivationsreden, bevor die Belagerung kam, in ihre Durchhalteparolen, die Hiskia auch dem Volk zugerufen hat und das Volk sich gegenseitig, der kennt die ganz genau. Ja? Gehorchet Hiskia nicht,
Lasst euch Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, dass er sagt, der Herr wird uns erretten. Und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Lasst euch Hiskia nicht vertrösten. Gehorchet Hiskia nicht. Der ruft offen zum Ungehorsam auf, zum Abfall vom König. Ja? Und er hat ja alle Vernunftsgründe vor sich. Wenn man sich auf seine Augen verlassen hat damals und auf das gesehen hat, was vor der Stadtmauer abgelaufen ist, dann gab es nur eine vernünftige Konsequenz daraus. Waffenstrecken, aufgeben. Ja? Besser als zu Tode gefoltert werden. Gehorchet Hiskia nicht, denn so spricht der Große, der König von Assyrien, nehmet an meine Gnade, nachdem er so aggressiv, impulsiv auf die zugegangen ist, ja, und sie direkt zur Aufruhr aufgerufen hat, ändert er jetzt seine Taktik. Der wird jetzt ganz liebevoll, der wird ganz freundlich zu ihnen, ja. So spricht der große König von Assyrien, nehmt an meine Gnade und kommt zu mir heraus. So soll jedermann von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken. Es soll euch allen gut gehen. Ihr sollt das essen, was ihr seit Wochen und Monaten nicht mehr gesehen habt. Frische Früchte, frisches Wasser. Kommt zu mir heraus, nehmt meine Gnade an. Ja? Bis ich komme und hole euch in ein Land, das eurem Lande gleich ist, darin Korn, Most, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. Wie mag das gewirkt haben auf die Leute, wenn die seit Monaten hungern? So werdet ihr lebend bleiben und nicht sterben. Gehorchet Hiskia nicht, denn er verführt euch, dass er spricht, der Herr wird uns erretten. Hört ihr das? Der malt denen gebratene Tauben vor die Augen. Der sagt, nehmt an meine Gnade, gebt auf, seid nicht so verstockt mit eurem christlichen Glauben, seid nicht so eng, ja? Öffnet euch doch ein bisschen, nehmt auch von meinen Früchten, kommt in mein Land, gebt auf, ja? Es lohnt sich sowieso nicht. Ja? Das ist eine nervenzerfetzende Rede, die wir hier hören, und die weiteren Verse schauen wir uns in einer weiteren Folge an. Hab mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.